Willkommen zurück zu Super Smash Bros. Brawl! Okay, Ridley ist uns auf den Fersen. Dann nehmen wir Samus, Pikachu, Donkey Kong, Captain Falcon. Mit denen kann ich einfach am besten kämpfen. Hier jetzt in der Luft auf Captain Falcons Gleiter. Das ist ja unglaublich episch. Passt auch, dass wir mit Samus spielen. Habe ich gar nicht dran gedacht. Metroid-Universum. Dabei haben wir Ridley doch schon mal platt gemacht, aber das ist episch hier. Zweifelsohne ist das hier Epicness pur. Ups, da hast du... Butte. Es ist auch so genial animiert. Wir befinden uns in einer Bombenfabrik, wo diese Milliarden Bomben von den Robs gezündet wurden. Zwar hat sich der uralte Minister offenbart, er ist Rob, aber er hat sich dagegen gestellt. Allerdings hören die Robs auf Ganondorfs komischen Schalter umprogrammiert. Wie auch immer. Brenzlige Situation, also wir müssen schnellstens entkommen. Da sind wir im Begriff zu tun. Aber Meta Ridley macht es uns nicht einfacher hier. Ach so, ist es Meta Ridley? War das vorher der normale Ridley? Das hier ist Meta Ridley, okay. Meta Ridley ist aus Metroid Prime. Am Ende. Die zwei Leute, die mein Let's Play zu Metroid Prime gesehen haben, werden sich erinnern. Oder waren es doch nicht so viele? Okay. Alter. Ich nehme jetzt hier die Wumme. Die ist nicht schlecht. What? Okay, die ist schlecht. Die ist echt übel. Aber das hier ist sehr effektiv, du kleines Aerodactyl. Ich sehe Parallelen. So, Pikachu auch gemacht, als er Samus gerettet hat. In der Zwischensequenz damals. So, jetzt stirb! Will die Sticker haben? Ja, Sticker noch einkassiert. Ja, die große Reunion der Smash Bros. Kämpfer scheint hier stattzufinden. Wir haben Pit aus Kidaikros, Obolon, Tetra und vieles mehr. Weiter im Text. Oha, da geht ganz schön was ab. Rob ist mit am Start. Eingang zum Subraum.
die ganzen Kämpfer hier vereint. So, ich nehme jetzt einfach mal nicht Samus und Pikachu, weil wir die ganze Zeit gesehen haben. Wie wär's denn mit Mario? Wir nehmen dann mal Mr. Game & Watch, den will ich auch mal spielen. Dann hätten wir noch, ja, dann Kirby. Dann Fox, weil er schnell ist, und das wären die vier. Warum nicht? Jetzt im dunklen Sapphaum-Emisär und schaut euch mal an, wie das aussieht, ja. Böse, wo sind wir hier gelandet? Lass mal smashen. Was das Zeug hält, hau drauf, Mario! Scrolling Level? Wie Scrolling der Liebe? Das ist etwas, was ich an Scrolling Level eben nicht mag. Es dauert so lange. Ich wäre durchgerannt wie von einer Tarantel gebissen, aber naja. Guck mal, Jirachi. Wird einfach nur Jirachi-Trophäe. Da haben wir die, glaube ich, sogar schon. Ich war Funkulus. Ja, funkelt vor Freude. Es sah so aus, als wären alle Smash Bros. Kämpfer da, aber es sind natürlich nicht alle. Es fehlen noch ein paar. Ness. Oder Wolf. Luigi. Aber die Story ist ja noch lange nicht zu Ende. Es ist nur ein großer Batzen Kämpfer, der sich hier tummelt. So eine geprallte Macht. So viele Superhelden der Mega-Operative. Das ist ja wirklich richtig heftig. Na, erstmal Dinger kaputt hier. Ich will aber gleich doch mit Mr. Game & Watch spielen, weil sonst tut man das hier nicht. Nicht so oft, nicht so viel. Ich glaube, ich muss es nicht, aber ich erledige euch. Sticker. So, Klempner Freund. Zeig, dass du mehr drauf hast, außer Zahnbelag. Und eine Mütze. Jetzt gibt's für ihn hier auf die Mütze. Mit der bloßen Faust anzugreifen, ist jetzt auch nicht das Nonplusultra. Das müsste ich schon zeigen, müssen wir irgendwas machen. Der Drache, den wir da erledigt haben, der erinnert mich an Super Paper Mario. Der Drache in der Wüste mit seinem Error 404. So. Zeit für Mr. Watchy. Gut, Alte. Mr. Game & Watch. Oh, Mann. Map. Bumm. Party. So, gehen wir mal weiter. Mr. Game & Watch, überflüssig zu sagen, ist der Hauptprotagonist der Game & Watch-Spiele. Ein Game & Watch war ein Vorgänger des Game Boy. Die meisten wissen das ja, aber für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, das war, ich sage immer 70er Jahre, da war 1980 mit den Game & Watches angefangen, also lang vor dem NES. Das waren gar keine Pixel, das war einfach nur so ein Schiebebildschirm, wisst ihr? Das war, wie soll ich sagen, so ein ähnliches Prinzip, wenn ihr so einen Wecker habt, kann ich den in eine Trophäe verwandeln, das wäre der Oberkracher. Wenn ihr so einen Wecker habt, der immer eine 8 anzeigt, und wenn man halt manche Striche weglässt, ist es keine 8, sondern eine 2 oder eine alle, ne? Und so in etwa haben die Game & Watches funktioniert. Immer hin und her schieben. Ich war gerade irritiert, was ist das denn für ein freier Raum? Thank you.
Oha, was für ein Drama. Ganondorf verrät Bowser. Dann sieht Ganondorf, dass die Meisterhand nur gelenkt wird wie eine Marionette. Und zwar von Tabu, wer auch immer das sein mag. Weiß ich selbst nicht so ganz genau. Ist halt der Endgegner in Super Smash Bros. Brawl. Aber was er darstellen soll, das ist mir nicht ganz klar. Das widerspricht sich ja mit dem Gerücht, dass die Meisterhand die Hand des Entwicklers sein soll. Und Tabu besiegt all diese Superhelden mit einem Wimpernschlag, ohne mit der Wimper zu zucken. Das war jetzt auch ein Widerspruch, ohne mit der Wimper zu zucken, mit dem Wimpernschlag. Ihr wisst, was ich meine. Zack, sind sie alle down. Das ist ja wohl mal der Oberkracher. Dann, Subraum. Okay, wie genau das sein kann, das wird nicht erklärt, aber diese Medaillons, die König DDD benutzt hat, um sie Luigi Ness und Peach zu geben, die erwecken einen wohl wieder. Nach einer bestimmten Zeit oder so. Auf jeden Fall sind das jetzt unsere drei großen Hoffnungsträger, die jetzt hier durch den Subraum gehen. Und hoffentlich werden sie die anderen wieder finden. Hier haben wir Samus. Ness? Hätten wir Samus wieder auf Trab gebracht. Ja, und dann sieht man, König DDD hat es nicht aus Böswilligkeit getan, hier die Trophäen sammeln oder gar die Medaillons verteilen. Nur Peach wurde halt von Bowser wiederum wieder entdeckt. Mitgenommen. Ness und da geht's hoch, ja? Ist das hier optional. Ness und Luigi hatten hingegen Glück und sie haben auch König DDD wiederbelebt. Da haben wir Pit, da haben wir Falco und hier haben wir bestimmt auch was super Tolles. Eine Panzertrophäe. Da freuen wir uns auf den Hintern aus dem Gesäß. Zurück mit dir. Kleiner Earthbound Junge. Junge, Junge, Junge. Ach, die führen uns nach oben. Sehr gut. Aber Ness, vergiss nicht Lukas. Schön, dass wir das auch geklärt haben. Also durchaus ein sehr interessanter Level. Ich finde es auch grafisch so genial, wie das so blitzt und alles. Na, was tun hier? Ah, erscheinen noch weitere Stufen. Dong, Dong, Donkey Kong. Hier nach unten. Hier gibt es nämlich Ike. Und viel zu viele Gegner. Sind wir da rechts? Hier rechts? Hier rechts? Special-Tür? Oder sind wir da hergekommen? Ich glaube, da sind wir hergekommen. Da sind wir hergekommen. Ich wiederhole mich, kann das sein? Eigentlich interpretiere ich das so, dass die jetzt auch wirklich da sind. Also rein von der Logik her auch mitkämpfen könnte. Dass Ness, Luigi und DDD die jetzt auch wieder neu beleben, sag ich mal. Direkt mal. Und weiter. Ness erledigt das mit links, würde ich sagen. Ulima ist kein Problem. Was machen wir? Damit. Ja, mit dem Fernangriff geht das. Ulima und Fox sind wieder dabei. Ich glaube, es ist auch wirklich so, wenn man hier eine Trophäe vergisst, hat man die auch wirklich nicht im Endbosskampf. Ich versuche schon, alle auf die Reihe zu kriegen. Guck mich hier genau um. Will doch niemand im Stich lassen. Schnell durch die Tür. Die hauen mir hier um die Ohren. Okay. Rip. Du für einer. Keine Trophäen in Sicht. Weiß ich aber nicht. Doch. Erstmal machen wir die Gegner fertig. Ich glaube mal, hier geht's weiter.
Und Game & Watch zu bekommen ist optional. Jetzt. Nein! Hätte ich wenigstens das da kaputt gemacht. Ich hätte das mit PK irgendwas schon zerstören können. Müsste doch so funktionieren, oder? Oh Mann! Auch noch Luigi, der, mit dem ich am besten spielen kann hier in der Situation. Hau ab. Die DDD ist nämlich auch nicht mein. Ja, merk, die ganzen Brawl-exklusiven Charaktere, die sind nicht so mein Fachgebiet. Aber kriegen wir hin, oder? Die DDD macht's klar, der holt jetzt Diddy an Bord. What? Nicht baden gehen. Da haben wir Falken. Da haben wir eine Tür, da gehen wir jetzt mal durch. Weil das scrollt. Mario! Geht's hier echt weiter? Sah auch nicht so aus, als wäre da noch was gewesen, deswegen schreiten wir voran, würde ich sagen. Ach, der Kampf der Dicken hier direkt vor Meister Hans Leiche. Oder er ist bewusstlos. Er ist bewusstlos. Wie kann eine Hand bewusstlos sein? Naja, sie ist taub. Trotzdem hier. Bowser fordert erstmal zum Duell. Obwohl DDD ihn gerade wiederbelebt hat. Eigentlich sollte er dankbar sein, aber nicht die Spur. Komm schon. Ups. Ja, der ist ein bisschen schwerfällig, der DDD. Wie er ausweicht. Das ist so berechenbar. Sogar bei Computergegnern. Das ist sehr beeindruckend. Puh, hat alle Zeit der Welt auszuweichen. Bowser checkt's aber nicht. Gut, weiter im Text. Wir müssen da wohl hoch. Sieht so aus, als würde das grande Finale auf uns warten. Ist das so? Ja, ihr kommt erstmal mit. Sehr gut, 4 auf einen Streich. Okay, Freunde, das war's für heute. Daumen hoch, wenn's gefallen hat. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Schaltet wieder ein. Freunde, bis dann und ciao!